Ey, wir sind hier in Schweden auf einem zugefrorenen See und ich hoffe mal, dass es auch so bleibt. Dabei habe ich den Skoda Kodiaq in der Sportline mit 190 PS starken Benziner und Allradantrieb. Und wir werden schauen, wie der hier in Schweden sich schlägt auf Eis. Und hoffentlich geht er nicht unter heute, würde ich mal sagen. Was machen wir heute zusammen? Wir besprechen die Optik, wir sprechen über das Nachfolgermodell, über die Plattform, über den Tiguan, über das Wettbewerbsumfeld, über den Innenraum, über die riesige Flexibilität von unserem Mittelklasse-SUV, was wir hier im Schnee dabei haben, über den Preis und warum ich den vermissen werde und was eigentlich mit dem Konfigurator los ist. Wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt genau jetzt dran und abonniert den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag genau um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder eben mir, außer wir gehen heute unter, dann nicht. Aber macht das mal und dann legen wir los. Kommt mit. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, danke Skoda für die Einladung. Ist das großartig hier in Schweden mit diesem Licht auf Eis rumdriften. Hier haben wir zugegebenermaßen leichte Spikes drauf, toll. Ja, aber ganz am Anfang spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern wie meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ihr merkt schon, was ich besser kann als ganz schnell sprechen, ist über die Historie und über das Wettbewerbsumfeld von diesem Auto zu sprechen. Und jetzt ist es so, der Vorreiter der Skoda SUVs war der Yeti. Auch der hätte sich hier im Schnee richtig wohl gefühlt. Und das hier war das erste SUV danach, dem Yeti, 2016 vorgestellt, der Kodiaq. 2017 kam er auf den Markt, benannt nach dem Kodiaq-Bären übrigens. Ganz süßer Name. Ich war damals schon dabei. Facelift kam 2021. Steht jetzt hier. Das Auto steht auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten, wird genauso wie der Seat Ateca in Kwasini, in dem Werk, gebaut und Plattformbrüder sind mit den 4,70 Meter Länge der Tiguan Allspace, also die verlängerte Version, der Seat Tarraco, naja, alles Plattform-Jünglinge. Aber es gibt auch externes Wettbewerbsumfeld, zum Beispiel naja, ein Hyundai Santa Fe, ein Kia Sorento, ein Peugeot 5008 oder ein Jeep Cherokee, alle 4,70 Meter lang. Mittelklasse-SUV, die Leute lieben das, weil sie bekommen halt die ganze Familie rein. Hier toll ist, dass man optionalen Siebensitzer hier drin hat und diese Siebensitzer sind halt sehr, sehr praktisch. Das Auto hat sich seit seiner Markteinführung in Deutschland über 120.000 Mal verkauft und ihr müsst gar nicht so schnell weggehen von mir. Konfigurator, Skoda. Eine wichtige Sache, die Active-Variante ist raus, L und K ist raus und es ist auch raus, das RS-Modell mit seinen 245 PS, was soll das? Da habe ich gedacht, das Beste hier für den Schnee und das Potenteste sind wahrscheinlich die 190 PS in der Sportline, die ich euch jetzt hier zeige. Und erstmal sprechen wir über die Ausstattungsvarianten. Active, habe ich ja gesagt, raus. Ambition gibt es noch, Style gibt es noch, Sportline gibt es noch. L und K raus und RS raus. Naja, schade. Es gibt richtig viele schöne Farben. Ich mag das Blau, aber dieses Velvet Rot hier drauf, das macht dieses Auto richtig sexy, richtig sportlich. Vor allem hier in der tiefstehenden Sonne finde ich das sehr, sehr schick. Facelift haben wir euch ja gezeigt, im Studio auch und dann auch bei uns auf dem Parkdeck im Schwarzwald. Wir haben ein bisschen anderen Kühlergrill. Hier vorne seht ihr halt die Sportline. Nichts mehr in Chrom, bis aufs Skoda-Logo hier vorne drauf. Und ja, das mündet jetzt hier direkt quasi in diesen wunderschönen Matrix-Leuchten. Crystal LED Lightning ist ein adaptives Licht, vor allem hier, wo es viel dunkel ist, wichtig, kann den Gegenverkehr abblenden, Schilder anblenden, ihr fahrt quasi permanent mit Fernlicht und serienmäßig im Facelift hier immer LED-Leuchten.
wenn ich hier vorne stehe. Lauft nicht so weit weg, bleibt bei mir. Ganz wichtig, es wird 2024 ein neues Modell kommen. Neuer Kodiaq kommt auf den Markt. Ich bin gespannt, dann ja, vielleicht elektrisch, als Plug-in-Hybrid, wieder eine RS-Version, keine Ahnung. Vorher wird 2023 der Tiguan vorgestellt und 2023 werden wir euch auch noch das neue Modell vorstellen. Hier vorne, sehr sportlich eben der Grill in dunkel gehalten. Hier habt ihr diese Durchbrechung für einen besseren CW-Wert und unten so eine sportliche Lippe, tschechisches Kennzeichen hier vorne drauf. Hier drunter haben wir dann die Assistenten. Von vorne ist es ein wunderschöner Look. Ich war ja damals ein unglaublich großer Fan vom Kodiaq RS als Diesel. Ich habe dieses Auto geliebt. Gott, war das kultiviert, hatte das Vorteile auf der Langstrecke, hatte das viel Drehmoment, hatte das einen guten Verbrauch, aber er ist leider nicht mehr da. Wenn wir jetzt hier an der Seite sind, ist es mein Job, über die Ausmaße zu sprechen. 4,70 wie gesagt lang, 1,88 breit, 1,68 hoch, 2,79 Meter Radstand und damit natürlich groß, aber die ganze Familie passt auch rein. Optional gibt es eben den 7-Sitzer. Übers Allradsystem will ich jetzt hier mit euch sprechen, denn normalerweise auf der Plattform ist dieses Auto frontangetrieben. Aber über so eine Haldex-Lamellenkupplung bekommt ihr die Kraft nach hinten. Und bei Bedarf merkt dieses Auto, indem es einfach 300 Mal pro Sekunde irgendwie die Grip-Verhältnisse misst, dass man hinten Grip braucht. Und 200 Mal pro Sekunde passt das Auto das dann an und schiebt die Kraft quasi von vorne nach hinten bedarfsgerecht und sorgt dafür, dass wir ja sehr viel Traktion im Schnee haben. Was ihr vorne schön seht, Jesse wird mich gleich hassen, weil ihr Schatten jetzt ins Bild kommt. Wenn ihr von meiner Seite schaut, ist diese Durchbrechung im Radkasten. Es gibt 17 bis 20 Zoll Felgen. Hier haben wir eine schöne 19 Zoll Felge drauf. Ich glaube 18 bis 20 Zoll Felgen gibt es dann aerodynamisch optimiert. Schön beim Auto ist, dass wir hier halt ja so eine Plastikbeplankung drum haben, die da ist, allerdings nicht zu dick. Und Jesse zeigt euch hier ja, diese Spikes da vorne drauf, relativ klein, zurückhaltend. Sportline ist hier. Wäre immer meine Wahl. Hier vorne könnt ihr ein Ticket reinmachen, wenn ihr dann so Parktickets zieht. Oder einen Liebesbrief an die Freundin reinschreiben oder an den Freund. Dunkle Spiegelkappen haben wir hier. Hier unten haben wir dann auch nochmal so schwarz und das ist auch schön, dass es bis unten geht, weil, schaut mal, so habt ihr einen Schutz innen und macht euch die Füße eher nicht schmutzig. Ich finde das sehr durchdacht bei diesem Auto. Wir haben jetzt hier nicht das Panoramadach drin, das kostet glaube ich 1000 Euro Aufpreis. Es gibt optional auch noch ein DCC, also ein adaptives Fahrwerk hier, ein Verstellfahrwerk, was man anpassen kann. Sehr schön hinten abgedunkelte Scheiben, schwarz umrandete Fenster hier und ganz ehrlich, ich finde, die Schokoladenseite vom Auto ist sein Heck. Geht gern einmal drumrum, denn wir haben hier diese neuen Leuchten wie vorne im Facelift, neues Innenleben. Und die sollen so an die böhmische Kristallkunst erinnern. Richtig schöne Leuchten, auch mit durchwischenden Blinker hier. Die gefallen mir ausgesprochen gut. In der Sportline haben wir oben dann so einen kleinen Dachkantenspoiler mit neuen Finlets. Skoda steht hier in großen Lettern drauf. Und dann Allrad hier, habe ich erzählt. Und lustig, hier unten haben wir sowas wie Fake-Endrohr-Blenden. Und wenn Autofans was nicht mögen, dann ist es das. Der echte Auspuff kommt hier hinten raus. In dem Fall zieht das Auto 2,2 Tonnen. Und hier können wir es natürlich betanken mit Benzin. Wobei der Benzinverbrauch gar nicht so hoch ist, wie die meisten denken. Schön ist auch hier, das hätte ich gern gezeigt, aber Jesse, alles klar. Hier haben wir den Eiskratzer. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ne? Vor allem hier in Skandinavien, dass der hier drin ist. Jesse mag immer die Geschichte ganz gern erzählen, dass beim Enyaq, also bei einem elektrischen Modell, ist es so, dass das nicht da drin ist, sondern in der Klappe, weil da muss man ja tanken und dann könnten es die Leute eben klauen. Übrigens, was haben wir? Wir haben einen Kamiq. Wir haben einen Kodiaq, wir haben einen Enyaq, einen Karoq und einen Enyaq als Coupé und wieder RS-Modell. Also inzwischen gibt es schon echt relativ viele SUVs von Skoda. Und jetzt schaut euch mal dieses Kofferraumparadies an. Leider haben wir hier nicht den 7-Sitzer, den hätte ich euch sehr gerne gezeigt. Aber hier etwa 700 bis 2000 Liter Platz, das ist unendlich viel Platz. Und jetzt schaut mal, das ist auch flexibel. Erstmal habt ihr hier dieses Teil. Das könnt ihr auch hier so reinmachen, um den Kofferraum zu teilen. Ihr könnt es allerdings auch hier runterschieben. Und dieses Teil hier könnt ihr auch so runterschieben und hinten dann nochmal einklappen.
dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr dieses Teil hier einfach rauszieht. Das geht auf beiden Seiten, könnt es hier aufmachen. Ihr habt hier diese Haken, wo ihr einen Einkauf reinmachen könnt und die auch flexibel verschieben könnt. Und was ganz praktisch ist, auch lieb Jessie, dass das zu teilen ist, diese, zu zeigen ist, diese Hutablage da hinten drauf, was sehr wichtig ist. Und jetzt guckt mal, die geht hier relativ einfach raus. Ist jetzt natürlich auch peinlich, wenn man sagt, die geht einfach raus und dann bekommt man es nicht hin, aber ich habe es geschafft. Und das Praktischste im Auto, eigentlich das Zweitpraktischste, sind diese Haken hier. Ihr könnt hier dran ziehen und jetzt habt ihr hier natürlich diese kleine Kante, aber ich habe ja auch hier nach unten gestellt. Jetzt stellen wir mal alles wieder hoch. So. So, hier rein. Und jetzt hat man eben nahezu keine Kante, hier eben nur dieses kleine Teil. Und ganz ehrlich, ich könnte in dem Kofferraum da hinten schlafen, da ist nochmal so ein Fach drin. Hier. Dafür auch das Schlafpaket. Dafür das Schlafpaket. Es wird immer krasser. Jessie dominiert immer mehr meine Videos. Eigentlich würde sie, glaube ich, alle gern selbst moderieren. Aber ich zeige Schlafpaket. Decke. Eine Decke. Ja. Und die Hörnchen auf der Rückbank. Und die Hörnchen haben wir auch noch auf der Rückbank. So, da ist sie, die Decke. Schaut euch die an. Ja, da ist sie, die Decke, die nehmen wir jetzt einfach mal mit, hier über die Schulter, weil Wärme kann man hier in Schweden ja gebrauchen. Ich mache euch das hier auf, ihr seht schon, die Tür schlägt richtig weit oben an. Hier habt ihr auch so eine Jalousie nochmal für die Kinder, praktisch. Geh selbst mal auf die andere Seite, hab hier meine Kuscheldecke dabei. Die ist mir ja immer ganz wichtig, wenn ich Autos vorstelle. Bei dem ganzen Schmerz durch die Kommentare, die ihr immer schreibt, die Bösen, brauche ich halt einfach diese Decke, dass es mir besser geht. Tolle Leuchten hier. Und jetzt schaut mal, was richtig praktisch ist im Auto. 18 cm kann man die Rückbank nach vorne und nach hinten verstellen. Nicht nur auf der Seite hier, sondern eben auch auf der. 18 Zentimeter. Entweder mehr Platz im Kofferraum oder mehr Platz für die Knie. Sehr gut. Und dann schaut mal hier. Armauflage ist auch hier noch. Keine Durchreiche für die Skifahrer. Braucht man aber nicht, weil man kann einfach eine Seite umstellen. Und jetzt hier Jessies Hörnchen. Schlafen. Was bringen diese Hörnchen? Da kann man dran schlafen. Aha. Also ich könnte jetzt hier mein Hörnchen runter machen und dann hier so dran schlafen. Ja. Und dann noch die Decke über mich. Ja. Ja, toll. Jetzt guckt mal hier die Sitze. Das ist ein wirklich tolles Material, ernsthaft von den Sitzen. Hier anderes Leder außen als in der Mittelbahn. Toll verarbeitet, viel Platz für die Knie mit dem Radstand. Hier unten habt ihr dann eine richtige Steckdose. 150 Watt, 12 Volt Steckdose, USB-C-Anschluss. Unglaublich praktisch. Sitzheizung hier in der Mitte. Gut verarbeiteter Himmel. Ich würde euch immer eigentlich dazu raten, dieses Glasdach hier drin zu nehmen. Und jetzt schaut mal die Verarbeitung in der Tür an. Es waren noch die guten alten Zeiten, ne, bei Skoda. Guck mal, wie großartig hier. Jalousie, Fake-Carbon-Zierelement, solide gepolstert, schon gut Platz unten drin. Ja, jetzt sprechen wir aber über die Motoren. Und jetzt muss ich eins sagen, wo ist der RS? Komm zurück! Er ist weg! Aber macht nichts. Weil ganz ehrlich, ich mochte ja sowieso den Diesel RS am liebsten. Und jetzt fangen wir mal an, über ja, vielleicht die Diesel zuerst zu sprechen. Das sind alles 150 PS starke, es sind alles 2 Liter Diesel. Einer hat 150 PS, einer hat 200 PS. Und beim Benziner gibt es einen 1,5 Liter mit 150 PS und eben hier den 2 Liter mit 190 PS. Der hier kommt immer mit Allrad. Und das ist natürlich hier richtig praktisch im Schnee. Das Auto wiegt bis zu 1,8 Tonnen, kommt auf die Ausstattung an. 2 Liter Vierzylinder, 320 Newtonmeter hat der jetzt. Beschleunigt in 8,1 Sekunden auf 100, wird 215 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von 8 Litern, was bei den Dimensionen von dem Auto wirklich solide ist. Was wir jetzt machen ist, ich packe Jessie ein in ihre Kuscheldecke, zeige euch den Innenraum, dann wird gefahren, dann gibt es ein Fazit und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran, kommt mit.
Ah, kommen wir zum Innenraum. Das einzige Schlafpaket, glaube ich, was hier wirklich drin ist, bin ich. Ich lasse hier meine Kuscheldecke. Das ziehe ich jetzt komplett durch. Wir beschäftigen uns einfach mit dem Innenraum mal. Himmel, schwarz, dunkel, Sportline, gut. Leider kein Glasdach, habe ich euch ja gesagt. Was ich sehr genieße an dem Auto, sind die Sitze. Schaut mal hier, Mikrofaser in der Sitzfläche. Zieht sich bis nach oben, integrierte Kopfstütze. Hier mit dieser kleinen Durchbrechung, glattes Leder außen. Das sind tolle, bequeme Sitze. Nicht zu schwer geben, guten Seitenhalt. Sind auch elektrisch verstellbar hier bei Jesse auf der Seite. Richtig gut. Und wenn wir jetzt den Schwenk vorbei machen an diesem Carbon-Fake-Zierelement in die Tür rein, seht ihr auch eine richtig gute Verarbeitung. Oben wieder dieses Pseudo-Carbon, dann wieder Mikrofaser in der Tür, solide gepolsterte Armauflage. Platz unten und das Lustigste dran ist der Mülleimer in der Tür, weil das eine simply, simply clever Lösung. Da ist was drin. Da ist was drin, was ist da drin? Müll. Müll, achso. Eine Banane? Nee. So. Jesse kommt zurück. Haben wir eine Einstiegsleiste? Ja. Haben wir. Sehr gut. Was ich euch zeigen will, ist ein Secret-Fach. Also wenn ihr gerne mal was zum Geschenk oder so von eurem Freund oder Freundin verstecken wollt. Hier oben ist es. Hast du jetzt vergessen, ne? Ja. Habe ich vergessen, ja. Und hier unten könnt ihr nochmal was verstecken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es da findet, ist höher. Oh Shit Handle ist hier, Mittelkonsole, sehr SUVig. Ne? Hier ist die ganze Steuerung mit Knöpfen für die Klima. Bin ich sehr froh, dass es sowas noch gibt. Sicher bin ich nicht, dass bei der neuen Generation das nicht weggespart wird. Parkpiepser könnt ihr hier anmachen, inklusive Parkkamera habt ihr hier. Und hier ist der Gangwahlhebel fürs DSG. Da vorne ist ganz versteckt und schwer ergonomisch zu erreichen die induktive Ladeschale. Das Schönste dran ist eigentlich, dass man zwei USB-C-Stecker hat und dass man es zumachen kann. Nicht so schön ist das Klavierlack hier. Ist nicht mein Lieblingselement. Und dann haben wir hier die Fahrmodi. Die seht ihr dann da oben. Tolle Grafik, by the way. Eco, Komfort, Normal, Sport, Individual, Schnee. Und bei Individual seht ihr dann, was ihr verstellen könnt. Das ist das DCC, also das Fahrwerk, Lenkung, Antrieb ist hier. Und dann habt ihr noch einen Offroad-Knopf da oben, inklusive Bergabfahrhilfe. Und hier wird später spannend, könnt ihr unten dann das ESC ausschalten. Hier ist er, der Schlüssel, klein, zurückhaltend, klassisch Skoda eben. Und dieses Teil hier könnt ihr ganz rausnehmen, könnt es allerdings auch umdrehen und dann so rum eben reinbauen, was cool ist, oder eben andersrum mit Struktur. Praktisch, habt hier sehr viel Platz, gut gepolsterte Armauflage, die ihr auch bequem nach vorne, nach hinten verstellen könnt und in der Neigung, das ist wirklich gut. Hier vorne ist so ein Tickethalter drin, der auch gut ist. Und ich würde sagen, Jesse kommt jetzt einfach mal rein und erzählt euch, woher der Name Kodiak kommt. Weiß ich nicht. Sie hat nicht zugehört in meinem Video bis hierhin. Ich habe ein Elch gesucht. Von Bären, von Kodiak Bären. Ach so, stimmt. Ich habe es erzählt. Stimmt, das erzählt. Jetzt kommt sie mir wieder. Peinlich. Ich bin enttäuscht. Erstmal vielleicht zum Lenkrad. Schaut mal hier, lässt sich toll in alle Himmelsrichtungen verstellen. Achso, müssen wir dich noch irgendwie vorstellen. Das ist Jesse. Hi. Jesse sagt euch jetzt, was sie vom Auto hält. Ich finde den richtig cool, groß. Vielleicht wäre ich eher Karock-Typ, weil der mir hier zu groß ist. Aber das ist als Siebensitzer natürlich eine richtig gute Karre für die Familie. Das ist Karre gesagt, finde ich cool, die Karre. Wir laden uns nicht mehr ein, Jesse. Gangwahlhebel hier fürs DSG. Weißt du was? Ich gebe dir mal hier die Decke ab. Einmal Gentleman sein. Das Geschenk hättest du doch verstecken können hier vorne im Secret Car. Verstellmöglichkeit hier. Skoda-Zeichen in der Mitte, Sportline unten abgeflacht, perforiert. Schön. Und dann haben wir hier vorne, was Jesse euch übrigens sehr oft vergisst zu zeigen, die Verstellmöglichkeit fürs digitale Cockpit. Das ist, glaube ich, in der Sportline hier auch Serie. Richtig schön gelöst. Ich mag auch hier, dass man in die Karte reinzoomen kann, ist schnell. Da vermisse ich kein Head-Up-Display hiervon. Jetzt sprechen wir allerdings über das Infotainment. Und das Infotainment ist in die Jahre gekommen, machen wir uns nichts vor. Das ist sehr einfach, aber was das Schöne dran ist, ist nicht, dass es keinen Drehregler für lauter leiser gibt, sondern dass es halt intuitiv bei der Fahrt bedienbar ist. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Ne, ist meistens Vorführeffekt. Radio haben wir, Apple CarPlay, Android Auto. Navigation funktioniert schnell. Ich mag diese Navigation hier ganz gern, die Ansicht. Schaut mal, die ist nämlich einfach gut. Ihr habt hier nochmal so ein Home-Ding. Hier geht es immer wieder zurück. Hier habt ihr dann die Wahl, was ihr da reinmacht. Und beim Menü am interessantesten, das sind wahrscheinlich die Assistenten. Schöne Ansicht. Hier habt ihr die nochmal in der Liste aufgeführt. Und was dann vielleicht noch sehr zeigenswert ist,
ist nicht, dass es hier Bilder gibt oder diese Ansicht, sondern im Menü dann einfach Medien, Smart Link, dann hier alles zum Fahrzeug. Und da habt ihr halt eben, habe ich euch ja gezeigt, hier das virtuelle Cockpit, dass ihr euch ändern könnt in der Ansicht hier, was klassisch vielleicht einfach am schönsten ist. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, dann im Menü zum Beispiel den Klang der Anlage hier zu verändern. Das ist jetzt alles nicht mega krass, vor allem nicht im Vergleich zu Tesla, aber halt während der Fahrt bedienbar. Was machen wir jetzt, Jessie? Noch über die Klima sprechen. Da unten Sitzheizung für mich, sehr, sehr wichtig. Und das ist mein Lieblingsbild. Bist es du in der Schule damals als Streber unterwegs? Da bin ich. Wir fahren jetzt, oder? Jetzt wird gedriftet. Tokyo Drift. Es wird gedriftet. Hier die zwei Schlümpfe driften. Erstmal zeige ich euch allerdings hier vorne die schöne Begrüßungssignatur. Wahrscheinlich passiert es auch auf der anderen Seite. Ja, so viel passiert da nicht. Mhm. Mir ist es nur beim Verabschieden aufgefallen. Schaut mal hier. Da fährt vorne der Kodiak richtig schön rein. Das ist schon cool, ne? Ja. Das ist cool. Jessie, immer mehr badisch. Ich mag das in den Videos. Ich stehe zu meinen Wurzeln. Deine Wurzeln? Sind die nicht aus Berlin? Doch, aber ich lebe ja schon länger im Baden. Ach so. Hast du Lust auf Driften? Ja, es macht hier richtig Spaß. Wir haben hier quasi die ganze Fläche jetzt für uns, weil alle bei der Mittagspause sind und wir fahren jetzt. Alle essen Mittag mit der Car Crash Review. Driftet. Die driften und vor allem arbeiten sie für euch. Und jetzt ist es interessant, weil ESC ist noch drin. Wir haben hier Spikes drauf. Und was ihr halt seht in der Kurve ist, dass der... Ah, oh, das war gegen die das Wand. Das war leicht gegen die Wand, ja. Dass der halt einigermaßen liegt. Und selbst wenn ich es probiere zu übertreiben, regelt der jetzt hier in der Kurve ab. Und ich fahre halt, obwohl das ja ein zugefrorener See ist, wirklich relativ sicher. Was ich merke im Vergleich zum Karoq ist, dass das Gewicht mich vom Auto mehr nach außen drückt. Aber ich kann natürlich auch so ein bisschen spielen mit dem Antrieb. Ne? Das heißt, man merkt halt, vorne ist er angetrieben für einen besseren Verbrauch. Und wenn ich die Traktion brauche, dann geht die Kraft auch schon ganz gut nach hinten. Was wir hier haben, ist da vorne, schon mal, das Display, den Schneemodus. Und wenn ihr echt unsicher seid und einfach nur keinen Unfall bauen wollt, was echt fair ist, ne? Was das Wichtigste ist im Schnee, Allrad ist halt eigentlich ein richtig großes Sicherheitsfeature, nehmt ihr den Schneemodus, der nimmt euch ein bisschen Leistung weg, bremst euch eben früher ein und jetzt schaut mal, wie sicher ihr hier unterwegs seid. Würdest du dir das zutrauen im Schnee mit dem Auto? Ja. Ja? Würde ich hinbekommen, auf jeden Fall. Oder? Ja. Aber Spikes drauf hier. Ja. Was jetzt vielleicht wichtig ist, ich schalte jetzt hier mal in den Sportmodus, mache die S-Gasse rein, die ist drin. Und jetzt machen wir hier das ESC aus. Und jetzt merkt ihr schon beim Losfahren, dass die Reifen mehr durchdrehen. Und jetzt habt ihr natürlich das, was so ein Matthias Malme die lieben würde, nämlich ja, eine echte Driftwaffe hier. Schaut euch das mal an. Ihr stellt den hier leicht schräg an und wie der jetzt kultiviert hier auf der, ja, auf dieser Bahn liegt, ist einfach großartig. Da war ein Loch im See, hast du es gesehen? Da war ein Loch, da sind glaube ich auch Karpfen rausgekommen. Schaut mal hier. Schön, oder? So ja. Kann man wirklich Runde für Runde für Runde für Runde mit dem Gaspedal steuern, schön driften. Und was man halt auch schön zeigen kann, ist jetzt an der Stelle, dass wir halt das DCC hier drin haben. Und dieses DCC, ja, das hilft halt hier, weil eigentlich ist das ja eine eisige Fläche und ja, das wirkt da halt ganz schön entgegen. Jessie, geh mal unter heute, was meinst du? Ich, wenn du so weitermachst, bestimmt. Das ist die Wand, ne? Aber trotzdem haben wir hier halt solide Bodenfreiheit. Und guck mal hier, ich komme halt mit dem Allrad auch wieder raus. Und das macht halt schon richtig Spaß, oder? Ja, finde ich geil. Findest du geil? Ja, finde ich super. Okay, so, 320 Newtonmeter haben wir hier, Drehmoment 190 PS. Und da ist das Loch übrigens. Oh. Soll man Leuten mal das Loch zeigen? Hey, wo ist es? Ja, wir zeigen es ihnen mal. Was vielleicht für mich wichtig ist, alles, was jetzt hier im Schnee halt Spaß macht, ne?
wenn ihr noch nie gedriftet habt oder so, finde ich, solltet ihr das nicht einfach so auf offener Straße so machen. Oder auf dem Aldi-Parkplatz. Oder auf dem Aldi-Parkplatz, sondern dann macht ihr das ESC am besten wieder rein. Und dann ist natürlich klasse, weil die Lenkung vom Auto, die ist wirklich gut. Die ist nicht übersensibel, aber gut. Das Fahrwerk ist gut. Das Getriebe hier drin kann man am Lenkrad steuern. Macht richtig Spaß. Das gibt einem echt ein gutes Feedback, finde ich, dieses Auto. Und Jessie, wär's dir zu groß? Ja, also ich würde eher Karoq nehmen für meine Verhältnisse. Schau mal da, wie die driften. Crazy. Die spinnen doch. Aber in mir steckt halt leider so ein kleiner Malmedy. Und wenn man hier auf so einer Schneefläche ist, also jeder, der das mal machen kann, ist wirklich sehr empfehlenswert hier, weil ihr könnt das Auto wirklich mit dem Gaspedal steuern. Wie fühlt sich das an, so ein Drift für dich? Übers Loch. Gut. Aber ich glaube, so langsam. So langsam? Ist der See hier offen, ne? Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, aber wir zeigen den Leuten mal noch das Loch, weil Jessie wollte euch eigentlich zeigen, ob da jetzt Karpfen drin sind. Das letzte Wort hat wie immer Jessie, die verabschiedet sich jetzt von euch. Und wenn du jetzt die Tür aufmachst, also das ist es. Das Wasser. Da ist echt Wasser und das geht bis zum, oh du Scheiße. Sieht man da Karpfen, kann man da angeln. Du verabschiedest dich jetzt, weil jetzt mache ich das Fazit. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Es war eine schöne Zeit mit euch, ein schöner Drift. Und jetzt müssen wir aber langsam hier runter von der Eisfläche und Jan macht ein Fazit. Ja, ich lese gerade eure Kommentare. Kann ich richtig driften? Ist dicker als der Weihnachtsmann? Hätte sich mal rasieren können. Jessie macht sowieso bessere Videos. Ich schaue nur Carmaniac. Das ist schon ein bisschen frustrierend und deshalb habe ich mich jetzt hier hinten versteckt im Kofferraum und ja, verstecke mich vor euren Kommentaren, habe meine Kuscheldecke hier dabei und hoffe, dass ihr vielleicht trotzdem diese Videos weiterschaut und mir ein bisschen Liebe da lasst in den Kommentaren. Wir sind extra für euch in Schnee gefahren. Ja, extra für euch in Schnee. Da kann man doch mal gute Kommentare jetzt einfach runterschreiben und sagen, Jessie und Jan sind die besten Auto-Reviewer der Welt. Mehr will ich doch gar nicht. Quatsch. Ich brauche eure Liebe nicht. Ich will einfach was über Autos erzählen. Das ist meine Leidenschaft. Und dieses Auto liebe ich, weil der ist groß. Da passt die ganze Familie rein. Wenn ihr ein schräges Hobby habt, wie hier Elche transportieren, dann passt vielleicht sogar ein Elch hier rein. Wir haben heute übrigens einen gesehen. Als Siebensitzer mega praktisch. Gibt gar nicht so viel Konkurrenz, dass man die Rückbank verschieben kann. Toll. Und worum es ja eigentlich hier ging im Schnee, war, sag mal, funktioniert der im Schnee? Und der funktioniert richtig gut. Das wäre ein Auto, was ich euch an die Hand geben würde, wenn ihr jetzt viel Skifahren geht, sage ich, auch ohne Spikes funktioniert, nehmt da halt irgendwie Schneeketten mit. Was jetzt natürlich krass ist, es gibt keine Einstiegsvariante mehr als Active, es gibt nicht mehr L&K, es gibt den RS nicht mehr. Warum? Ach so, das Auto kommt halt, denke ich, Anfang 2024 einfach neu. Und es muss auch neu kommen, denn der Motor hier, die haben keine Elektrifizierung. Es gibt keinen Hybriden, keinen Plug-in-Hybriden. Es gibt keine vollelektrische Version. Jetzt sagen die einen, okay, dafür gibt es ja den Enyaq, auch als Coupé und so. Aber dem würde das natürlich auch ganz gut zu Gesichte stehen. Jetzt denken wahrscheinlich auch viele zu Hause, Mensch, jetzt kann ich mir doch den wahrscheinlich gar nicht leisten. Der beginnt schon bei 38.000 Euro, was okay ist. Wollt ihr jetzt einen Allrad haben, einen 4x4, dann liegt der im Einstieg bei 45.000 Euro. Als Allrad-Diesel liegt er bei etwa 46.000 Euro. Und so wie er halt hier dasteht, liegt er bei 48.000 Euro im Einstieg als Sportline. Und mit Ausstattung kommt er dann ein bisschen über 50.000 Euro. Förderung gibt es keine, Rabatt vom Händler vielleicht, Lieferzeit wahrscheinlich hoch, warten auf den neuen. Es ist ein tolles Auto. Wirklich, richtig gutes Auto. Ja. Wer auch toll ist, ist unser Kooperationspartner, nämlich Modezinser. Was machen die? Ja, die machen Mode, ja. Da findet ihr dieses Outfit, schaut gerne mal unten in der Box. Da könnt ihr das auch nachkaufen. Hier seid ihr allerdings gelandet bei der Car Crash Review. Und es stimmt ja gar nicht, es gibt gar nicht nur schlechte Kommentare von euch. Die meisten finden es sogar richtig cool, was wir hier machen. Hoffe ich. Wenn ihr das auch so seht, dann abonniert doch jetzt mal den Kanal, weil die meisten, die diese Videos schauen, haben den Kanal gar nicht abonniert. Wie schlecht für uns und für euch. Also macht das und dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr.